Grüß euch, ihr lieben Menschen. Ich bin Daniel und will Geschichten erzählen. Wahre Geschichten aus dem Dschungel. Ihr fragt euch, wie es kommt, dass so ein alter Affe reden kann. In eurer Sprache, ihr lieben Menschen. Ganz einfach, wir haben eine Schule. Ja, es gibt viel zu erzählen. Besonders von einem kleinen weißen Löwen. Sein Name ist Kimba. Kimba. Weißer Löwe, wir sind stolz auf dich. Stolz auf dich. Alle Tiere schenken dir Vertrauen. Keinen deiner Freunde lässt du je im Stich. Je im Stich. Und auf deine Klugheit kann man bauen. Wenn den Tieren tief im Dschungel Unheil droht. Unheil droht. Kimba ist der Kämpfer, der sich stellt. Seinen Freunden hilft er aus Gefahr und Not. Gefahr und Not. Kimba, unser kleiner, großer Held. Kimba, unser kleiner, großer Held. Zu Beginn unserer Geschichte, mitten im tiefen Afrika, war Kimba noch gar nicht geboren. Und sein Vater, der große Cäsar, hatte alle Pranken voll zu tun, seine Schützlinge vor den Raubzügen der Menschen zu bewahren. Mit Fallen, Netzen und Gewehren fielen sie über uns her. Sie arbeiteten mit allen Tricks. Sogar mit versteckten Kameras, um uns in die Irre zu führen. Und möglichst gleich in die mitgebrachten Käfige. Alles gut und schön, aber die Hauptsache fehlt uns noch. Niemand fängt den weißen Löwen. Er ist zu schlau für uns. Wie wahr? Ihr werdet's gleich erleben. Wartet's nur ab. Unser Cäsar macht das schon. So ein Löwe in Normalausführung läuft circa 60 Stundenkilometer. Aber Cäsar war dreimal schneller. Und ich sage dir, er muss hier in allernächster Nähe sein. Himmel, da ist er! Los, gib Gas! Wir müssen ihn kriegen! Hallo! Schlaf nicht, Kumpel! Schmeiß die Knarre her! Oh. Hilfe! Ja, ja. Mitgegangen, mitgefangen. Das werdet ihr mir noch alle büßen! Eine Weile blieb alles friedlich und es war wohl auch die Zeit gekommen, um dem guten Cäsar eine Neuigkeit beizubringen aus der Familiengeschichte. Ja. Was? Wirklich? Wir kriegen ein Baby? Nicht so laut. Wäre doch schön, wenn es ein Junge wird. Wäre sehr schön. Sie sind also der weltgrößte Jäger. Sie sind der größte Angeber. Löwenjäger, alles Quatsch. Ihre Jägerei ist keinen Schuss Pulver wert. Hört euch das an. Ich höre jetzt zum fünften Mal diesen Blödsinn. Mann, hab ich einen Hunger. Dir ist wohl der Appetit vergangen, hm? Warum wollte dich denn der Wildhüter fassen? Weil wir ihn nicht gekriegt haben, den weißen Löwen. Ruhig, da ist was. Der weiße Löwe. Moment. Nein, nein, ich habe eine bessere Idee. Eine viel bessere. Sei still jetzt. Der weiße Löwe ist hier, eure letzte Chance, ihn zu kriegen. Was macht ihr denn da? Dreimal dürfen Sie raten, Boss. Wir machen ein Interview und dann werden wir mal sehen, ob ich nur ein Angeber bin. Der weiße Löwe hat eine Frau, oder nicht? Er hat? Wozu? Stottert nicht, mein Freund. Sie werden sehen. Sie geht in die Falle und er wird ihr folgen, wenn sie ruft. Naja, ich sagte es schon, die Menschen arbeiteten mit allen Tricks. Manchmal ist es wirklich eine Affenschande, dass sie von uns abstammen sollen. Gut, das war doch Cäsar. Vielleicht hat er Ärger und braucht Hilfe. Cäsar. Cäsar! Geh
Schätzchen. Und bitte, wenn es da ist, unser Baby, und es wird bestimmt ein Junge, dann nenn ihn Kimba. Kimba, Sohn des Cäsar. Oh. Kennt ihr das Lied von der Seefahrt, die so lustig ist und schön? Wir Tiere können ein anderes Lied davon singen. Heute noch werden viele von uns in viel zu engen Käfigen in alle Welt transportiert. Oder exportiert, wie man das nennt. Viele behalten einen Schock fürs Leben und viele sterben. Nur die Ratten gehen freiwillig auf große Fahrt. Meine lieben Brüder und Schwestern Ratten! Was ist denn so dringend? Das Löwenbaby kann jeden Moment ankommen. Das arme kleine Löwenbaby kommt ganz allein zur Welt und niemand hilft ihm. Ist das nicht traurig? Hm? Freiwillige vor! Wird's ein Mädchen sein? Wird's ein Junge sein? Kommt's allein? Zu zwei? Zu drei? Ah! Oh! Oh! Jetzt ist das Baby da. Ein Junge. Weiß und schön. Tja, nun war er also auf der Welt, unser Kinder. In Brems Tierleben heißt es, die Aufzucht eines Löwen in Gefangenschaft sei völlig problemlos. Du liebe Zeit. Seit wann gibt es Gefangenschaft ohne Probleme? Ruhe! Du blödes Schlangenbein! Ich glaube dir überhaupt kein Wort davon. Dein Problem, mein Guter. Ihr Ratten gebt doch sonst so viel auf Vorahnung. Glaub's oder nicht, wir bekommen einen Riesensturm. Und noch was, ich fühle Gefahr. Was aber bitte sollen wir tun? Wir haben Cäsars Sohn an Bord. Gütiger Himmel. Verehrteste Löwin, schlimme Neuigkeiten. Was für komische Figuren. Das sind Menschen, Menschen zum Aufziehen. Sind Menschen eigentlich immer so komisch? Frag am besten deine Mutter. Ich sag's dir, mein Schatz. Ja, Mutti? Die Menschen waren sehr grausam zu deinem Vater. Sie haben ihn getötet. Hm. Aber du darfst immer stolz sein auf deinen wunderbaren Vater. Sie nannten ihn Cäsar. Er war tapfer und stark und klug. Er wollte in Frieden leben mit allen Tieren und auch mit den Menschen. Du bist deines Vaters Sohn, mein Kleiner. Und du musst werden wie er, willst du mir das versprechen? Ja. Oh. Das Erste, was du jetzt tun musst, Kimba, verlass das Schiff und finde den Weg zurück in den Dschungel. Ja, Mutti. Na los, kommst du? Ich kann nicht. Ich komme nicht raus aus dem Käfig. Du musst schon allein gehen. Nein, nein. Ohne dich will ich nicht. Dann bleib ich auch hier. Es geht nun mal nicht anders. Du musst bald gehen, mein Kleiner, und nicht weinen. Das können wir doch nicht zulassen. Wozu gibt es denn einen Tierschutzverein? Sei ruhig, es muss sein. Unser Schiff wird sinken. Du musst jetzt brav sein und sofort runter vom Schiff. Sofort. Viele Tiere werden dir helfen, den Weg zu finden. Geh jetzt. Leb wohl, mein Kleiner. Leb wohl, Mutti. Bleib brav. Ja, das war eine tragische Geschichte. Und der Storch hatte leider gar nicht übertrieben. Der Sturm wütete fürchterlich. Die ganze Nacht. Verstand Kimba, dass er nun allein auf der Welt war. Auf einer großen, feindlichen Welt. Mit vielen Gefahren und sehr viel Wasser. Hallo?
Hallo, wen haben wir denn da? Mich. Wieso? Dich, ja. So wie du aussiehst, musst du Cäsars Sohn sein, Kimba. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht, Sohn des Cäsar, du schaffst es. Du sprichst von meinem Vater. Kanntest du ihn gut? Oh ja, bis zu seiner letzten Entscheidung. Du musst werden wie er. Um die schwimmsportliche Leistung von Kimba so recht zu würdigen, muss man sich mal klar darüber sein, dass Löwen ansonsten ausgesprochen wasserscheu sind. Aber Kimba ist natürlich kein gewöhnlicher Löwe. Schwimm weiter, Kleiner, darfst es. Es ist nicht mehr weit. Du wirst deinen Weg finden, morgen, wenn die Schmetterlinge kommen. Na ja, jedenfalls am nächsten Morgen war der Himmel übersät mit bunten Schmetterlingen, die Kimba sicher ans Ufer geleiteten. Das war der Anfang einer langen, langen Geschichte aus dem Dschungel. Mit Kimba. So liebe ich unseren Dschungel, Bucky. Friedlich. Genau wie er sein soll. Der große Cäsar würde sich freuen, wenn er sehen könnte, wie sein Sohn Kimba seine alten Ideen von Frieden und Freundschaft verwirklicht hat. Irgendwas passiert? Hast du geschrien? Nein, nein. Mary! Mary! Wegrennen hilft doch nicht, du wirst dich verirren. Ich will endlich nach Hause. Hier halte ich es nicht mehr aus. Wir müssen klaren Kopf behalten, Mary. Ich weiß, es ist nicht leicht für dich, aber niemand konnte ahnen, was passieren würde. Wir hatten großes Glück, dass wir den Absturz des Flugzeugs überlebt haben. Auch wenn es das Ende der Expedition bedeutet. Ich will das alles nicht mehr hören. Mary, wir müssen uns durchschlagen. Bis zur nächsten Siedlung. Und dazu brauchen wir auch etwas Mut. Da scheint ein Pfad zu sein. Mal sehen, wo der hinführt. Warte, du verirrst dich! Vielleicht sollte man die zwei im Auge behalten. Ah! Mary! Ah. Nicht schießen! Soll ich vielleicht Däumchen drehen, wenn mich ein wildes Tier anfängt? Mary, du sollst nicht schießen! Ich sagte nicht! Wieso? Soll ich mich zerreißen lassen? Du siehst doch, dass er friedlich ist. Nun nimm dich bitte zusammen und knall hier nicht wie wild durch die Gegend. Schade, dass wir die Menschensprache nicht können. Dann wäre manches leichter. Ich bin sicher, es gibt eine Siedlung in der Nähe. Wir müssen sie finden. Sieh mal, Ronny, Radspuren. Sieht aus, als hättest du recht mit der Siedlung, Mary. Komm, beeilen wir uns. Je eher wir hinkommen, desto besser ist es. Oh! Ich glaube, er will uns vor irgendetwas warnen, Mary. Aber vor was? Als ob sie uns sagen wollten, wir sollen umkehren. Also, wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir bleiben sollen, aber Menschen können nicht leben im Dschungel. Warum verstehen die mich bloß nicht? Wollen wir noch lange hier stehen und uns dieses komische Gezeter mit anhören? Gefahr! Hm?
Da unten liegt Ronny, er muss tot sein. Wie grausam, ich werde ihn nie mehr wiedersehen und es ist meine Schuld. Es war ein schwerer Schock für Mary und er hat sie, wie wir später noch sehen werden, völlig verändert. Ronny, Freund. Ronny, Freund. Ronny, Freund. Hm? Ihr seid ja noch hier. Wo ist Mary? Ich erinnere mich, ich sah sie fast am anderen Ende der Brücke. Ich glaube, sie ist in Sicherheit. Aber vielleicht denkt sie, ich wäre nicht mehr am Leben. Wart mal, gerade als es krachte, da sagte doch jemand Gefahr. Ich bin sicher, es war nicht Mary. Ronny, Freund. Ronny, Freund. Ich traue meinen eigenen Ohren nicht. Ein Löwe spricht zu mir in unserer Sprache. Ich glaube, ich träume. Nochmal bitte, sag es nochmal. Ronny ist unser Freund. Du sprichst wirklich mit mir. Du sprichst wirklich mit mir. Du hast mich gerettet, hast versucht, mich zu warnen und ich war zu dumm. Ich hab dich nicht verstanden. Ich will dein Freund sein. Erlaub es mir. Kimba Ronny. Du willst sagen, dein Name ist Kimba. Ich verstehe dich schon ganz gut. Kimba mag Ronny. Und Ronny mag Kimba sogar sehr. Kimba und Ronny Freunde. Nicht immer herrscht Friede und Eintracht unter den Tieren. Aber nur selten bin ich so viel Bosheit und Heimtücke begegnet, wie in Person eines entfernten Verwandten. Da sitzt er, Bigot, ein Mandrill von übelster Prägung. Vor Jahren hatte ich ihn nach einem Kampf um Leben und Tod aus dem Dschungel vertrieben. Dass er jetzt zurückgekommen war, bedeutete mit Sicherheit nichts Gutes. Glaubst du oder nicht, die Affen besiegten ein ausgewachsenes Rhinoceros? Ich habe es selbst gesehen. Vielleicht sind meine Augen nicht mehr wie früher, aber Bigot erkenne ich jederzeit. Also Bigot will es nochmal versuchen. Soll nur kommen, er kann sich wieder Prügel holen. Die letzten Daniel bekam er vor 10 Jahren. Wir sind nun mal nicht jünger geworden, keiner von uns. Vielleicht ist es besser, wenn wir Kimba holen. Auf keinen Fall kommt das in Frage. Ich werde mit Bigot allein fertig. Aber Kimba ist dein Freund. Er wird dir helfen wollen. Das ist allein meine Sache. Ich möchte nicht, dass Kimba sich einmischt. So hör doch. Vielen Dank für die gute Absicht, aber das bade ich lieber allein aus. Was das doch für ein absoluter Dickkopf ist, dieser Daniel. Kimba! Hallo, Freund Storch. Na, du siehst ja ziemlich vermickert aus. Hast du was? Gewissermaßen. Kann ich dir helfen? Unmöglich, Kimba. Kimba, Daniel ist weg. Oh, Kimba, ich traf gerade Daniel und er sagte mir auf Wiedersehen. Ich hab's gewusst. Was denn? Ich fürchte, unser alter Freund will ein bisschen kämpfen gehen. Oh, nicht, dass du dich einmischst. Aber mit wem in aller Welt will denn Daniel unbedingt kämpfen? Na, mit diesem unangenehmen Bigot. Und wenn man es richtig sieht, Daniel ist zu alt. Fürchte auch. Pech für Daniel. Daniel, ich bin hier! Nein, Kimba, geh weg! Na, das ist gut, der alte Daniel. Was soll das heißen? Du schreist um Hilfe nach der kleinen weißen Maus? Ich brauche keine Hilfe. Ich weiß, dass du nicht so stark bist, wie du tust. Und du tust mir leid, du halbe Portion. Mit euch mache ich kurzen Prozess. Hört auf! Es gibt Platz genug für alle Tiere, die friedlich leben wollen. Friedlich, habe ich gesagt. Dieser Kimba ist nicht schlecht und dir sicher eine gute Hilfe. Ich wollte seine Hilfe nicht. Erzähl keine Märchen. Also, Kimba, geh mit Opa Daniel schön nach Hause und koch ihm ein kräftiges Süppchen. Aber auch deine Zeit kommt, Kimba. Dich kriegen wir. Nein, Bigot. Komm zurück. Bigot! Halt, warte! Halt! Komm zurück, Bigot! Du mickriger Löwe, du!
Lass mich allein. Weil du dich überall einmischst, stehe ich jetzt da als richtiger Feigling. Du kannst mich mal gern haben. Vigo! Lass mich endlich in Ruhe. Erst wenn du Schluss machst mit diesem Unsinn. Kimber! Kimber! Meine Güte, was für ein Schlamassel. Kimber, Cheetah ruft. Ihr kommt das Donnerwetter an, da ist wohl wieder Not am Mann. Halt! Ich geb nicht auf. Tja, so geht man nicht um mit seinen Freunden. Schämt euch. Oh. Tut mir leid, Daniel, aber du bleibst hier drin, bis du vernünftig bist. Was heißt hier von unten? Da bist du ja endlich. Was ist los, Cheetah? Hör zu. Vigo schickt dir eine Nachricht, wenn Daniel nicht gleich morgen früh zum Kampf antritt. Und dann will er zur Strafe uns alle vernichten. Uns alle. Wie? Ja, genau das hat er gesagt. Wortwörtlich. Lass mich endlich hier raus. Was mag ihr nur mit uns vorhaben, dieser Vigo? Ist doch alles Lug und Trug. Ich gehe jetzt auf Erkundungsflug. Du? Warum denn nicht? Wer fliegt, der siegt. Tschüss. Stinkt nach Schwefel wie die Pest. Da hat der Teufel wohl sein Essbuben. So war es, Kimber. Nur was die für Sachen mit den hohlen Bäumen machen, weiß ich nicht. War nicht mehr Zeit. Tut mir leid. Die Bäume waren hohl? Ich möchte. Weißt du es, Ronny? Ja, Kimber, ich glaube schon. Ich mag mich irren, aber es scheint so, als ob sie die Schwefeldämpfer in den Dschungel leiten wollen. Eine Gasleitung also. Ja, das ist Bigos Plan. Hört mir doch endlich mal zu. Es wird niemandem ein Haar gekrümmt, wenn er mich mit ihm kämpfen lässt. Du meinst es gut, Daniel, aber wir finden einen Ausweg. Schwärmt aus und sucht die Leitung. Sucht überall. Schmack! So offen wär's endlich. Nun wird sich ja zeigen, ob ich wirklich so dumm bin. Wenn sie mich bloß mit dem Kerl kämpfen ließen, ich muss mir was überlegen. Sieh mal, der Stein ist verschoben, er ist weg. Also ich glaube, wir bilden jetzt erstmal einen Krisenstab. Richtig. Eine Notstandssitzung findet statt, bei Kimber. Was stehst du noch rum? Komm, lass uns gehen, die warten nicht auf uns. Weiß ich nicht, ob er da gewinnt. Das wird er nicht schaffen. Seid mal still! Ich muss euch sagen, ich weiß nicht, wo Daniel geblieben ist. Ja, wo ist denn nun die Leitung? Also, ich schlage vor, ich gehe hin und spreche mit Vigo. Nicht für gut. Gut gemacht. Alles, was zu tun bleibt, ist, dieses Blatt herauszuziehen. Es kommt jemand, Vigo. Heißt das, Daniel kommt zum Kampf? Nein, es kommt Kimber. Kimber? So, und wo steckt Daniel? Ich komme an seiner Stelle, wenn es recht ist. Das ist nicht deine Sache, das ist Daniels Kampf. Warum verfolgst du dann die unschuldigen Tiere des Dschungels? Scheint mir so, als ob der Streit mit Daniel nichts weiter als eine faule Ausrede war, weil du den Boss spielen willst im Dschungel. Wenn ich mich irre, dann beweise es. Halt das Gas auf, Vigo. Du hast recht, aber niemand von euch wird mich aufhalten. Boss Vigo! Was? Kimber, du magst schlau sein, aber mich täuschst du nicht mehr. Du nicht. Du sagtest mir, Daniel würde nicht kommen und in Wirklichkeit ist er schon auf dem Weg hierher. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Das ist gelogen! Aber ich warte nicht länger, bald ist Tag. Wenn die Sonne aufgeht, dann sollt ihr alle eingehen. Nein, Vigo, warte! Bitte warte! Willst du unbedingt alle umbringen? Stopp, Vigo, und denk doch mal nach. Nochmal kriegst du mich nicht! Ah, warte, jetzt komme ich selber. Nimm das! Und das! Ein Spezialbumerang mit Pfefferfüllung, das klebt dir deine Augen zu, bevor wir dich erledigen. Und wenn du deine Pfefferkuchenaugen wieder aufkriegst, wirst du meinen Triumph in voller Größe erkennen.
und dein zerstörtes, dummes Königreich. Schade, dass du nicht sehen kannst, wie das Schwefelgas aus dem Weiher steigt und auf den Dschungel zutreibt. Oh, ein Geist! Das ist kein Geist, ich bin's. Daniel ist zurückgekommen. Ich glaube, das Land, Ronny. Der Rauch von diesem Gras wird, sobald es brennt, die Giftwolken vom Schwefelgas ganz schnell vertreiben. Das ist wunderbar, Daniel. Das rettet alle Tiere. Vergeude keine Zeit mit langen Ansprachen, Ronny. Legt das Feuer ans Gras und dann holt alle Tiere hinter den Rauch. Gut, ich fange an. Bucky, hol die Tiere! Ja. Das Feuer an, wir brauchen mehr Rauch. Passt bloß auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Strengt euch an, wir brauchen noch mehr Rauch. All diese armen Tiere. Aber jetzt kann ich sehen, Viggo. Dann ist die Zeit gekommen, dass wir auch dich erledigen, Kimba. Erst die Dschungelbewohner und dann ihren Prinzen. Na, komm. Diesen Weg, lauf doch gegen den Wind, mir nach! Geschafft! Na, dann ist ja alles gut. Frische Luft, guter Duft! Oh. Daniel, fehlt dir was? Daniel, was ist? Nichts ist mit mir. Bin nur müde von all der Arbeit. Da kommt jemand. Kimba. Kimba, wie du siehst, liebes Biest, sind wir alle bumsfidel dank dem guten Daniel. Ist das wahr? Daniel zeigte euch, wie man es macht, dass das Gas verfliegt. Nun, ich tat, was ich konnte. Und das Beste... Du hast Viggo wieder besiegt. Hast du gehört, Viggo? Oh, ich bin noch nicht besiegt. Hör auf! Aber, Boss, eins musst du bedenken. Alle, und ich meine alle, inklusive dir, würden nicht mehr leben. Alle wären mausetot ohne Kimba. Aber warum sollte Kimba mein Leben retten? Einfach, weil ich hoffe, wir werden doch noch Freunde. Noch nie wollte irgendjemand mein Freund sein. Alle haben mich nur gehasst. Alle. Leb wohl! Weißer Löwe, wir sind stolz auf dich. Stolz auf dich. Alle Tiere schenken dir Vertrauen. Keinen deiner Freunde lässt du je im Stich. Je im Stich. Und auf deine Klugheit kann man bauen. Denn den Tieren tief im Dschungel Unheil droht. Unheil droht. Kimba ist der Kämpfer, der sich stellt. Seinen Freunden hilft er aus Gefahr und Not. Gefahr und Not. Kimba, unser kleiner, großer Held. Kimba, unser kleiner, großer Held. Es traf die Tiere wie der berühmte Blitz aus heiterem Himmel. Und es geht rasend schnell. Kopfschmerzen, Fieber.
Das Fell bekommt hässliche dunkle Flecken und dann fällst du um. Bums, wie ein gefällter Baum. Dschungelfieber. Keiner kann helfen. Gegen diese tückische Krankheit ist im Dschungel kein Kraut gewachsen. Alle mal herhören, ganz schlimm. Schlechte Kunde macht die Runde. Wir sitzen in der Falle, das Dschungelfieber holt uns alle. Halt die Klappe, Pauli. Oh, wo bin ich? Bitte nicht schreien, ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen, Pauli. Du hast Fieber, mein Lieber. Die Sache ist mir nicht geheuer. Das Fieber rast ja wie das Feuer. Kimba! 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 Pauli, sag mal, dir geht's wohl noch gut, wie? Gut sagst du, na vielen Dank. Ringsum ist doch alles krank. Ach, Kimba. Hallo, ich brauche deinen Rat. Ich fühle mich so schlapp. Oh. Flitz zu Daniel und sag, er soll sofort kommen, Pauli. Vielleicht hat er eine Idee, wie wir helfen können. Zu Befehl! Daniel! Das ist das tückische Dschungelfieber. Ich weiß, ja, wir hatten schon mal so eine Epidemie. Genauso, es war wie heute. Sie fielen einfach um. Es hatte fast alle erwischt. Viele für immer. Hm. Aber du, Daniel, du hast es überstanden. Wie konntest du das Fieber überwinden? Was hast du gemacht? Sicher bekam ich irgendeine Medizin, Kimba. Was für eine? Versuch dich zu erinnern. Warte mal. Na, weißt du jetzt, was es war? Die Medizin kam von einem Baum. Und ich glaube, Papa Wuli brachte sie damals mit hoch aus dem steinernen Meer. Wer ist Papa Wuli? Er ist der Opa der Bergschafe, wohnt von jeher im steinernen Meer. Komm, wir müssen mit ihm reden. Los! Die Bergschafe zeigten uns den Weg zu Papa Wuli, den wir alleine nie gefunden hätten. Vielen Dank für eure Hilfe. Es ist ein dringender Notfall, wisst ihr? Pop Wuli! Pop Wuli, wo seid ihr? Hier, was ist los? Es ist dringend, Pop Wuli, mein Lieber. Wo wächst das Kraut gegen Dschungelfieber? Die Heilung kommt aus der Rinde der großen alten Bäume im steinernen Meer. Der Weg ist beschwerlich und voller Gefahren. Bei Vollmond müsst ihr aufbrechen und dort sein, wenn die Sonne am höchsten steht. Und warum gerade um die Mittagszeit? Weil hunderte von furchtbaren fliegenden Echsen am Wege lauern. Sie glauben, das steinerne Meer ist ihr Eigentum und sie verteidigen es mit Klauen und Zähnen. Sie sind kühn und gefährlich und fallen jedes Tier an, ganz gleich wie groß es ist. Ihr großer Feind aber ist die Hitze. Deshalb verkriechen sie sich tagsüber in ihren Höhlen. Aber nachts, wenn es kühl und dunkel ist, kommen sie hervor und greifen an. Dank dir sehr. Wir werden gleich jetzt aufbrechen, dann kommen wir noch bei Tageslicht an. Los! Wart, junger Freund, du wirst nie über die scharfen Felsen kommen mit deinen weichen Löwenpfoten. Ich selber werde die Baumrinde für die Medizin holen, aber ich muss gehen, solange der Mond noch voll ist. Ich möchte mitkommen. Dann streck die Beine, Kimba. Sieh dich vor, Kimba. Da ist das steinerne Meer, Kimba. Von hier an gehe ich besser allein. Es ist zu steil für dich, Kimba. Nichts zu machen. Ich komme mit, Pop Wuli. Wenigstens soweit ich kann. Eins muss ich dir lassen. Angst hast du keine. Pop Wuli, warte nicht auf mich. Geh weiter. Ja, gut. Wo finde ich dich, wenn ich zurückkomme? Ich warte an der Brücke. Hey, du bleibst besser da. Denk an die Sonne, Echse. Du bist Krähe! Da ist er, der Medizinbaum. Endlich! So, das reicht.
Hier, bitte, ein ganzer Sack voll Kimber. Genug für alle? Genug für alle, ja. Fein. Großartig, Pop Wuli. Jetzt können alle Tiere geheilt werden. Verteilt jetzt alles unter die Kranken. Es muss jeder was bekommen. Mach die Augen auf, Gypsy. Fühlst du dich besser? Merkst du, wie die Medizin wirkt? Na, schaffst du es alleine? Komm hoch auf die Beine. Schau, Daniel, alle werden gesund und die meisten springen wieder fröhlich umher. Wir können Papa Wuli gar nicht genug danken für seine wunderbare Medizin. Dank auch für deine Hilfe, Kimba. Allerdings, wir danken dir alle, Kimba. Dank Papa Wuli und nicht mir. Er war es, der raufgeklettert ist und die Medizin geholt hat. Übrigens, hat ihn irgendwer gesehen, hä? Den haben wir doch glatt vergessen, Kimba. Ich glaube, er macht sein Nickerchen. Hey, Papa Wuli! Papa Wuli! Papa Wuli! Pop Wuli, wo steckst du? Da liegt er, unter dem Baum. Papa Wuli, was fehlt dir denn? Papa Wuli hat sich bei uns angesteckt und jetzt hat er selber Dschungelfieber. Hä? Ach du meine Güte. Armer Papa Wuli. Bitte, Daniel, hol Medizin für Papa Wuli, aber schnell. Da gibt's leider nichts mehr zu holen. Jedes Gramm wurde verbraucht. Es hat gerade so gereicht. Ach je. Vater. Kimba, Papa Wuli wird schwächer und schwächer vom Fieber. Willst du hier sitzen und gar nichts tun? Ich kann doch den Tieren im Dschungel nicht mehr helfen. Du bist an der Reihe, Kimba. Ja, Vater, du hast recht. Papa Wuli. Ich gehe zum Steinernen Meer, gleich jetzt, solange der Mond scheint, und bring dir die Medizin. Nein! Doch, Pop Wuli, ich will und ich werde. Die Sonne geht auf. Ich muss mich beeilen. Endlich die Brücke. Es ist schon gleich Mittag. Hoffentlich schaffe ich es. Da ist er. Hurra! So, jetzt habe ich die Medizin. Jetzt aber nichts wie ab. Die Brücke ist eingebrochen. Das waren bestimmt diese fliegenden Echsen. Wie soll ich jetzt rüberkommen? Unmöglich. Ein langer Weg darunter. Es wird dunkel und ich muss hier weg, bevor die fliegenden Echsen rauskommen. Ich glaube, ich muss doch den langen Weg nehmen. Die Echsen! Hunderte sind das! Sie kommen ran! Ich sitze in der Falle. Mit ihm. Der da oben auf dem Felsen, das muss der Anführer sein. Wenn ich die hier erledigt habe, dann knöpfe ich mir den Burschen vor. Ich habe eine Idee. Ich kaufe ihn mir zuerst, solange ich noch genug Kraft habe. Pass auf! Einer gegen einen, das mag ich schon lieber.
erobern. Der Mond geht auf und Kimba ist noch nicht zurück. Sicher ist ihm was passiert. Hätte ich doch nur selber gehen können. Papuli! Papuli! Kimba! Kimba! Bist du's wirklich? Natürlich, Papa Wuli, ich bin's. In voller Lebensgröße, mitsamt der Medizin vom steinernen Meer. So, und nun auf den Mund, Papa Wuli, auf, rein mit der Heile, Heile und gut kauen. Wenn die Sonne aufgeht, bist du wieder ganz gesund und so munter wie ein Teenager. Ja, ja, genau so ist es gewesen. Und wenn wir Papa Wuli nicht gehabt hätten und unseren mutigen Kimba, auch ich habe ja mein bescheidenes Teilchen beigetragen, dann hätte es ein trauriges Ende gegeben. Aber so gibt es noch viele neue Kapitel in Daniels Dschungelgeschichte. Wie geht es denn? Ihr Auftrag kam mit der gestrigen Post. Wie Sie ja sicher wissen, wird es immer schwieriger, wilde Tiere zu fangen. Keine Sorge, der bestellte Leopard wird geliefert. Es kann sich etwas verzögern, aber ich besorge ihn. Bin schon dabei. Wird nicht lange dauern, Herr Ackermann. Ihr Geschäft scheint ja sehr gut zu laufen. Stimmt's? Ich wurde die letzten Monate förmlich überschwemmt mit Aufträgen. Das Problem ist nur, wo finde ich so viele Tiere? Seit sich solche Typen wie diese Ackermanns ihre Privatzoos zulegen, komme ich mit der Lieferung gar nicht mehr nach. Ich glaube, aus diesem Grund ließen Sie mich kommen. Stimmt's oder habe ich recht? Nun ja, aber ich möchte, dass Snekeli die Expedition führt, denn er erlegte den berühmten weißen Löwen. Also, mein lieber Snekeli, nehmen Sie an. Wo ist die Liste der benötigten Tiere? Dann sind wir einig. Ihre Maschine geht noch heute Abend. Unser Freund Ronny denkt vielleicht gerade sehnsüchtig daran, wie schön es wäre, wenn dieses Flugzeug lieben Besuch aus der Heimat mitbrächte. Ronny schaut jetzt immer öfter verträumt in die Wolken. Ich glaube, nach so langer Zeit allein mit uns im Dschungel fühlt er sich nun doch recht einsam. Aber ich finde, jetzt übertreibt er etwas. Es ist sicher recht langweilig für Ronny, dies Leben ohne seine Freunde. Wir sollten versuchen, ihn etwas aufzuheitern. Aber er hat doch Freunde, er hat uns. Daniel denkt, glaube ich, an Ronnys Menschenfreunde. Ich hab's, der Dschungelchor. Ihr zwei geht und holt alle anderen. Passt auf, Ronny fühlt sich gleich besser, wenn er Musik hört. Geht schon, es eilt. Gut. Hey, alles auf die Lichtung vor. Probe für den Dschungelchor. Also los, singt so klar und sauber, wie ihr könnt. Wir fangen an. Übrigens, da draußen hört jemand zu. Wir haben Publikum. 1, 2, 3, 4. La 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 la, la 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 la. Ach, wie schön ist es im Dschungel, schöner als im schönsten Zoo. Was ist denn das für ein Gesinge? Ist hier ein eingeborenen Fest? Glaube ich nicht, klingt mir zu willkommen. Vielleicht ein Jäger, der Radio hört. Sowas habe ich noch nie gehört. Komm, wir sehen mal nach. La 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 la. Ich glaube, ich träume. Aua! Wette, unsere Abschussliste ist hier voll vertreten. Lies mal den ersten vor. Wart mal. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Sieh mal da. Den uniformierten Sängerknaben? Ja, und schon hat Snackley eine Idee. Zuerst mal weg mit dem Schießgewehr. Und nun beginnen wir mit der psychologischen Kriegsführung. Oh, das war hervorragend. Noch nie habe ich so musikalische Tiere gesehen wie die. Wer sind Sie, Gentlemen? Oh, verzeihen Sie. Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Ich bin Professor Walter Snackley von der Oxbridge-Universität. Ich beobachte die Tiere und studiere ihr Verhalten. Ich wusste gar nicht, dass Sie Professor... Mein Assistent Professor Tubby.
Freut mich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, meine Herren, mit welcher Freude ich Sie hier begrüße. Welche Überraschung mitten im Dschungel. Ich heiße Ronny. Es tut richtig gut, mal wieder Menschen zu sehen. Fein. Welch Glück, jemanden zu treffen, der sich so gut auf Tiere versteht. Ich nehme an, die Tiere sind harmlos. Aber natürlich, ja. Wie gut. Na dann, vielleicht könnten wir gleich mit den ersten Studien beginnen, wenn Sie uns bekannt machen würden. Das heißt, wenn Sie nichts dagegen haben. Aber ganz und gar nicht. Kimber, ich bin sicher, meine Freunde freuen sich über Ihren Besuch. Willkommen im Dschungel. Haben Sie gehört, was ich gehört habe? Ich glaube, Sie sind ein Bauchredner, mein lieber Ronny. Ist kein Trick. Alle Tiere können sprechen. Moment, begrüßt mal unsere Gäste. Willkommen im Dschungel. Niemand nimmt mir das ab, wenn ich nach Hause komme. Tiere, die wirklich sprechen. Warum kommt ihr nicht alle mit zurück zum Lager? Da können wir weiter diskutieren. Wir haben Radio, Fernsehen und Limonade. Wir machen eine Party. Professor, das ist eine gute Idee, scheint mir. Was meinst du, Kimber? Also gut, aber Ronny, ich kenne das nicht. Was macht man auf einer Party? Was macht man auf einer Party? Das ist wirklich gut. Oh, wie liebe ich das einfache Leben. Du nicht auch, Tabby? Oh ja, ich beneide Sie wirklich. Vater, Menschen und Tiere werden in Frieden leben, so wie du es immer gewollt hast. Es sind zwei Fremde in den Dschungel gekommen, um mehr darüber zu hören. Warte mal. Jetzt erinnere ich mich an die beiden. Sohn. Ja, Mutti, was ist? Sieh dir die beiden gut an, Kimba. Und vergiss sie nie. Jetzt erinnere ich mich. Jetzt weiß ich, wer die sind. Kimber, was ist in dich gefahren? Diese Männer sind im Dschungel unsere Gäste. Sie genießen das Gastrecht. Warum benimmst du dich wie ein wildes Tier? Ein wildes Tier? Kimba, ich bin froh, dass du zurückkommst. Ich weiß, wer sie sind, Daniel. Und was machen wir? Was schon? Wir zahlen es ihnen zurück. Tu etwas, Kimba. Die beiden haben dir Mutter und Vater genommen und sowas schreit nach Rache. Ich glaube nicht, dass wir uns an den Jägern rächen sollten. Das wäre nicht mal meinem Vater recht. Ihr wisst, dass ihm der Frieden im Dschungel über alles ging. Ja. Und jetzt haben wir Frieden und es ist an mir, ihn zu erhalten. Was meint ihr, was los ist, wenn den beiden was passiert? Weißt du's, Daniel? Hm. Es wäre das Ende unserer Dschungelordnung. Statt Gerechtigkeit hätten wir nur noch Rächer und Rache. Nein, Strafe muss sein. Und außerdem, davon werden meine Eltern nicht wieder lebendig. Es ist meine Sache, das Werk meines Vaters fortzusetzen, damit jeder im Dschungel in Frieden leben kann. Es bleibt dabei. Ich lasse mich nicht von Rachegefühlen leiten. Ein paar Tropfen nur und sie schlafen wie Babys. So, jetzt gibt es was zu trinken. Ihr müsst schrecklichen Durst haben und Durst ist schlimmer als Heimweh. Nur keine falsche Bescheidenheit. Trinkt und seid lustig. Auf die Tiere, die Menschen und auf den Frieden. Nochmals vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Die Tiere müssen jetzt gehen. Sie kennen ja unser Lager. Besuchen Sie uns. Sie sind jederzeit willkommen. Es war doch nett, sonst finde ich Partys zum Einschlafen. Nichts mehr für mich, Snagley. Ich schließe die Augen und schlafe eine Weile. Bitte mich so in einer Woche zum Frühstück zu wecken. Hier, Tabby, auf den Mund, weit! Das war ein Muntermacher gegen das Schlafmittel. Und jetzt geh und hol die Leute. Alle Lastwagen her zu mir, aber Tempo! Ich verstehe nicht, dass die nicht längst wieder da sind. Scheint eine lange Party zu sein. Ich denke, dass alles in Ordnung ist. Ronny sorgt schon dafür. Möglich, dass du recht hast, aber ich traue denen nicht. Kimber, sieh dir das an! Die haben wir im Busch gefunden, da wo die Männer standen.
Damit ist wohl klar, was die hier wollen, oder zweifelst du noch, Kimba? Schöne Professoren, die nehmen wir bei den Ohren! Wart auf uns! Oh, wir kommen zu spät. Wartet, hier sind Reifenspuren. Wir folgen einfach ihrer Fährte. Ich denke, Sie haben sich schief gelacht, als ich Ihnen die Geschichte abgenommen habe mit den Professoren aus Oxbridge. Warum halten Sie mich und meine Freunde fest und wohin fahren wir? Mein Freund, Sie schauen auf den größten Tierfänger der Welt. Da gibt's Leute zu Hause, die Hände voller Geld, die warten nur auf meine Lieferung. Wirklich? Und was macht Sie so sicher, dass Sie kassieren? Ich verstehe mein Geschäft, keine Sorge. Was ist denn nun los? Was ist mit euch, ihr lahmes Terzett? Braucht ihr ein Bett? Ich kann nicht mehr weiter, Kimba. Hab keine Puste. Ich geh voraus, macht eine Pause und kommt danach. Lass mich nicht hier, ich bleib bei dir. Oh. Was ist denn los, Nickel? Da fällt mir ein, wir haben unsere Gewehre im Dschungel vergessen. So ein Mist. Ja, stimmt. Wir haben sie weggelegt. Schließlich waren wir friedlicher Forscher. Mein Gewehr ist Sonderklasse. Ich muss es wiederholen. Es dauert nicht lange. Pass gut auf die Tiere auf, Tabby. Ich habe noch eine Rechnung zu begleichen für meinen Vater. Vater? Ah, ich verstehe. Du bist der Sohn des anderen weißen Löwen. Hm, sieht ganz so aus, als ob du ihm bald Gesellschaft leistest. Und versuch keine faulen Tricks bei mir. Es wäre der Tod deiner Freunde. Hm? Tabby ist bei Ihnen und wartet nur auf mein Signal. Es ist das verabredete Zeichen. Ich mach nur den Finger krumm, dann müssen alle dran glauben. Und wo ist Ronny? Kurz angebunden, fürchte ich. Das geht dir nicht durch. Ist das wahr? Weißt du jemanden, der mich aufhält? Wenn ich den Kerl nicht unschädlich mache, gibt es keine Ruhe im Dschungel. Deine Freunde sind verloren. Ich hab dir ja gesagt, was passiert. Ich hab dich gewarnt. Jetzt trägst du für alles die Verantwortung. Meine Güte, ich dachte, das schaffen wir nie. Nicht mehr viel Zeit, sie zu befreien. Wir können nichts tun, es ist keiner mehr da. Was soll das heißen? Es ist alles meine Schuld, denn durch mich ging der verhängnisvolle Signalschuss los. Das Zeichen für Tobi, alle unsere Freunde umzubringen. Oh, du tatest dein Bestes, Kimba. Nein, sie könnten alle noch am Leben sein. Wer sagt denn, dass es zu spät ist? Besser, wir gehen mal ins Lager und sehen nach. Was ist das? Die Büffel her? Weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass wir abhauen müssen, aber schnell. Und die Sache mit dem Schuss war ein Trick. Die Büffel sind schon feste dran. Los, kommt, wir greifen an. Los, raus! Ich hoffe, ihr habt was draus gelernt. Wir haben euch einen Wagen gelassen. Nehmt den und verschwindet. Und kommt nie wieder. Wenn ihr schlau seid, meidet ihr den Dschungel für immer. Soll das etwa heißen, dass wir uns nicht wiedersehen? Das wäre ja direkt ein Verlust für mich. Aber ich mag keine Verluste. Ich komme wieder. Dann werden wir dich töten. Oh. Und jeden von euch. Halt! Ich verspreche, nie wieder ein Tier zu jagen, Kimba. Ich habe nichts mehr mit dem da zu tun. Und wie du es mit mir zu tun kriegst, du fette Ratte. Du kannst mir nicht drohen. Ich wollte deine Eltern nicht töten, Kimba. Du hast dann recht, Rache an mir zu nehmen. Aber bitte glaub mir, es tut mir leid, wirklich leid. Ich nehme keine Rache. Wirklich?
Dadurch werden die Toten auch nicht wieder lebendig. Und Hass und Gewalt machen uns allen das Leben nur schwer. Wir werden den Frieden erhalten. Und alle meine Freunde werden daran mitarbeiten. Gegen Leute wie ihr es seid, werden wir uns zu schützen wissen. Aber wer als Freund zu uns kommt, kann sich auf unsere Freundschaft verlassen. Tu mir einen Gefallen. Lass mich hierbleiben, Kimba. Hierbleiben? Ich will beweisen, dass ich gelernt habe. Ich bin ein anderer geworden. Ich denke mir, wenn ich hierbleiben darf, kann ich bestimmt einiges wieder gut machen. Bitte, schick mich nicht weg, Kimba, bitte. Geht nicht, Tabby. Ich werde euch nicht zur Last fallen. Ich habe auch nur eine schlechte Angewohnheit. Ich esse zu viel. Vielleicht meinst du es wirklich ehrlich. Aber ich glaube, du kannst uns viel mehr helfen, wenn du wieder zurückgehst, Tabby. Du wirst den Leuten viel erklären können. Sag ihnen, sie sollen aufhören, Tiere zu fangen. Sag, wir wollen in Frieden leben. Ja. Also, nach der kleinen Unterbrechung machen wir weiter mit unserer Gesangsprobe, ja? Einige Zeit später entdeckte ein Postbeamter in Tabbys Stadt eine bemerkenswerte Postkarte. Sieh dir das an! An Kimba den weißen Löwen. Aber die ganze Adresse ist Nordafrika. Kannst du dir vorstellen, dass jemand eine Karte an ein Tier im Dschungel schickt und erwartet, dass sie ankommt? Ich schick sie trotzdem ab. Sicher hat sich nur jemand einen Spaß gemacht, aber wäre es nicht wunderbar, wenn wir eines Tages mit den Tieren sprechen könnten? Irgendwann werden Tiere und Menschen gelernt haben, friedlich zusammenzuleben. Aber bis dahin, fürchte ich, wird es im Dschungel nicht mehr sehr gemütlich sein. Und war der Freundschaft feind. Baba. Löwe, Tiger, Jaguar, Flamingo und Freund Ariba, Antilope und Giraffe, Büffel, Elefant und Affe, Riesenschlange, Papagei, bei uns ist keiner vogelfrei, das Zebra wie das Heckenschwein. Ja, selbst das Stinktier stimmt mit ein. Friede herrscht bei uns im Dschungel, singt in Dulci Jubilo. Ach, wie schön ist es im Dschungel, schöner als im schönsten Zoo. Weißer Löwe, wir sind stolz auf dich, stolz auf dich. Alle Tiere schenken dir Vertrauen. Keinen deiner Freunde lässt du je im Stich, je im Stich. Und auf deine Klugheit kann man bauen. Denn den Tieren tief im Dschungel unheildroht, unheildroht. Kimba ist der Kämpfer, der sich stellt. Seinen Freunden hilft er aus Gefahr und Not, Gefahr und Not. Kimba, unser kleiner, großer Held.